Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Und damit herzlich zurück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal. Ja, dann starten wir mal voll durch. Jetzt zwar schon ein bisschen, wo uns das hier hinführt. Oh. Aha. Na, ja, dann schießen wir uns hier mal am besten hoch irgendwie. Nein! So, lenken wir den mal ein bisschen um. So, Nein! Los, bleib oben, wir müssen, dass der Würfel da rein zeigt. Muss aber auch irgendwie dort liegen bleiben. Tut er aber irgendwie nicht. Bleibt da doch. Na, das müssen wir nochmal ein bisschen anders machen. Wir gehen einfach nochmal neu drauf. So, und zack. Jetzt kommen wir hier durch. Hallo. Aha, hier fehlt auch noch was. Das heißt, ein Laser muss noch da oben reinstrahlen. Aha. Ich weiß auch schon, wie ich das mache. Und zwar... Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich muss da durch. Ich mach mal den mal nochmal kurz weg. So, jetzt muss ich hier durch. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das... nee. Mein Plan war es eigentlich, dass ich hier oben rauskomme. Hier irgendwie so, da. So, klappt es? Ja, das wird mit Sicherheit klappen. So. Ah, bisschen weiter rüber. So. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich kein Kompliment für uns. Also, das System mag uns wohl nicht sehr. Okay, machen wir uns nichts draus. Weiter geht's. Ui. Es fängt sich bestimmt gleich wieder an zu bubbeln. Naja. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ja, also was ich da so tue, das kann sich aber jeder denken, was ich tue, wenn ich mal ein bisschen hier entspannen am PC. Naja. So. Aua, aua. Ja, nee, das ist natürlich jetzt weniger gut. Ja, das muss ich alles noch ein bisschen... Ja, mach mal hier mal kurz zu, dass ich hier stehen kann. Ich muss kurz... gucken. Hier. Da muss ich hin. Tral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 a. Tralalalalal. Tralalalalal. So. Komm her! Los, beeil dich! Wir warten hier schon. So, zack. Rückwärtsgang. So.
nehme ich mit. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber ja. Wenn das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Vorhin noch, ich bin zu schnell, jetzt ich bin zu langsam, also eins. Du solltest dich mal entscheiden, Liebe, was bist du eigentlich? Naja, der Gerät, sagen wir mal so. Okay, weiter geht's. Bubble? Hallo, bubbelst du jetzt gleich wieder? Ja, bestimmt. Oh, danke schön. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Aha. Okay. Jetzt muss ich kurz schauen. Also hier, das ist eine Federung. So. Das springt jetzt hier ewig rum. Jetzt muss ich mir das irgendwie in der Luft schnappen und zack. Mann, komm her. Ich krieg das schon noch. So, jetzt haben wir's. Und los, rüber. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Eigentlich nicht. Die Luft ist irgendwann mal verbraucht. Das heißt, wissenschaftlich geht das nicht. Aber wir wollen das Spiel jetzt einfach mal nicht so arg mit der Realität vergleichen. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh. Viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Das ist nicht mein Problem, also viel Spaß. Aha. Dass ich gleich weiterfliege wahrscheinlich. Okay, das machen wir jetzt einfach nochmal. Dann fliege ich da rein und hier wieder raus und dann da wieder drauf. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir kurz gucken. Schauen wir mal. Oh nein! Nein! Wir müssen das irgendwie anders machen. Schauen wir nochmal. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Alleine. Viel Spaß. Okay, schauen wir mal. Wir müssen schnell sein. Und weiter geht's. So. Ja. Ich denke, jetzt brauchen wir noch einen Würfel. Ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ja, dann heben wir mal irgendwas auf, was uns so entgegenfliegt, oder? Ach, da fliegt doch was Sinnvolles. So, der gehört wohl uns. Und zack. Mach mal kurz auf hier. Nein! Den müssen wir dort hinten hinlegen.
Aha, so, alles klar. Jetzt muss er nur noch mal kurz kommen, ne? Komm doch. Da, komm da. Schneller, schneller. Beeil dich doch ein bisschen. Ja, Mann, oh Mann. Jetzt liegt er da hinten auf der anderen Seite, weil ich die Scheiße weggeschossen habe. So, jetzt noch mal von vorne. Mann, oh Mann. Und ich sag hier, soll sich beeilen und mache ich selber Fehler. Naja. Nur so weiter. Da ist er ja. So, dann gehen wir da jetzt mal durch und starten. Und ja. Zurück. So, das hätten wir dann, denke ich mal, geschafft. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr sinnvolles Geschwätz, was die hier an mich hinredet. Naja, okay. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Mich, also ich habe mich nicht erschrocken. Habt ihr euch erschrocken? Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Ja, du bist sehr sinnvoll. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Jetzt muss man nur mal gucken, wo ich den brauche und für was. Jetzt gucke ich mal kurz. Lalalala, okay. So, das war's dann, denke ich mal. Ja, ich komme hier trotzdem nicht weiter. Jetzt muss ich den, glaube ich, wieder wegziehen, dann fährt das Ding hier wieder hoch. Sei schnell! Nein! Komm wieder her. Mann, oh Mann, oh Mann, was sollen wir jetzt machen? Der ist viel zu schnell für uns. So kommen wir da nicht weiter. Schade, schade. Der ist zu schnell für uns. Da haben wir keine Chance. Das heißt, wir schießen uns am besten hier irgendwie was hin. Nur das wird hier nicht gehen. Aha, jetzt habe ich es verstanden.